Aktenzeichen XY. Ungelöst. Aus Wien mit Peter Niedetzky. Aus Zürich mit Stefan Schifferer. Und aus München mit Rudi Zerr. Guten Abend. Liebe Zuschauer, stellen Sie sich Folgendes einmal vor. Ein 13-jähriger Junge ist am helllichten Tag mit seinen Inlinern unterwegs. Plötzlich reißt ihn ein Mann zu Boden, würgt ihn und als der Mann glaubt, dass der Junge tot ist, lässt er ihn einfach achtlos im Wald liegen. Das ist eines der ungeheuerlichen Verbrechen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Die weiteren Fälle. Brutale Messerattacke auf Studentin in Hamburg. Mysteriöser Mord an Unternehmer bei Magdeburg. Spektakulärer Banküberfall in Flieden bei Fulda. Und in Düsseldorf erlebt ein Ehepaar eine wahre Horrornacht. Zu unserem ersten Fall. Die Geschichte ist auf den ersten Blick ziemlich irre. Ein Mann sticht auf der Straße eine junge Studentin nieder, die er mit Sicherheit gar nicht kennt, und verschwindet, ohne auch nur ein Wort gesagt zu haben. Ein Verrückter? Wohl eher nicht. Aber die Kripo muss die Abläufe sehr genau rekonstruieren, um zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Carola Fischer ist Studentin im zweiten Semester. Zurzeit sind Ferien und da jobbt sie 20 Stunden die Woche in einem Hamburger Kino. Ach, kennen wir uns nicht? Sie arbeiten doch auch im Kino. Ja, natürlich. Aber Sie sind ziemlich neu da. Ja, stimmt, erst seit ein paar Tagen. Und? Wie fühlen Sie sich? Oh ja, ganz gut. Bloß der lange Weg von Wedel, der nervt ein bisschen. Heute habe ich kein Auto, mein Freund ist damit unterwegs. Wissen Sie was? Ich setze mich einfach zu Ihnen rüber. Ja, natürlich. Normalerweise fährt sie nach Feierabend mit dem Auto nach Hause. Heute aber, am 10. März 2002, nimmt sie ausnahmsweise den Bus. So, so. Der Mann fährt mit dem Auto und die Frau darf Bus fahren. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nee, ich kann mich da nicht beschweren. Der Wagen gehört ja ihm. Heute ist er mit einem Freund zu seinen Eltern gefahren, nach Neumünster. Wo müssen Sie denn hin? Nach Wedel. Carola Fischer beginnt ihre Heimfahrt mit dem Bus der Linie 1 in Hamburg-Ottmarschen. Endhaltestelle ist der S-Bahnhof Blankenese. In Blankenese muss ich umsteigen und dann nochmal ungefähr 10 Minuten mit dem 189er und dann bin ich vor der Haustür im Studentenwohnheim. Ach, Sie studieren? Mhm. Darf ich Sie fragen, was? Medieninformatik an der Fachhochschule. Mein Freund hat auch ein Zimmer im Studentenwohnheim und jetzt machen wir das so, dass wir bei mir arbeiten und bei ihm essen und schlafen. Das geht eigentlich ganz gut. Das ist ja prima. Spätschicht. Ja, und ich habe Frühschicht. Ja. Also dann, bis irgendwann. Und kommen Sie gut nach Hause. Ja. Tschüss. Am Bahnhof Blankenese gibt es für Carola Fischer ein kleines Problem. Der nächste Bus der Linie 189 fährt nicht ganz bis nach Wedel, wo sie wohnt, sondern nur bis zum Tinsdaler Heideweg, zwei Haltestellen vorher. Sie müsste dann noch eine Viertelstunde zu Fuß gehen oder aber auf den übernächsten Bus warten. Die Entscheidung, gleich weiterzufahren, wird für sie schlimme Konsequenzen haben. Denn in diesen Bus dürfte auch der Täter eingestiegen sein. Zur gleichen Zeit in Neumünster, 50 Kilometer entfernt. Carolas Freund zeigt einem Studienkollegen eine Videoarbeit. Ah, danke, Mama. Danke. Also ich zeige dir jetzt erstmal, was ich von der Carola aufgenommen habe. So, und... Wie, du lachst jetzt nochmal.
Und jetzt geht es darum, die Überblendung zu machen von dem Radweg zu dem, was ich dir vorhin gezeigt habe, dem Urwald. Ah ja, gut, dann zeig mal her. Also, pass auf. Hi, ich bin Carola und ich reise ja. So. Und am liebsten in ferne Länder. Das zeige ich euch mal. Und... schön, was? Und der Urwald ist gar nicht so weit weg, wie man denkt. Und hier gibt es verdammt viele possierliche Tierchen. Ah, ein Löwe! Oh Gott, ich will hier weg, bitte! Gibt's im Urwald Löwen? Hä? Das ist doch egal. Ich zeig dir jetzt mal das Programm. Die vorletzte Haltestelle der Linie 189 ist Fruteweg. Hier steigen die letzten Fahrgäste aus, abgesehen von Carola Fischer und dem Mann, der hinter ihr sitzt. Finstere Heideweg, Endstation. Von der Haltestelle Tinsdaler Heideweg bis nach Wedel sind es nur ein paar hundert Meter. Allerdings ist die Strecke überwiegend unbeleuchtet. Tschüss. Carola Fischer hat keine Angst allein mit dem unbekannten Mann, denn er geht ja vor ihr und hat nicht wissen können, dass sie denselben Weg einschlagen würde wie er. Familienfeste machen mich fertig. Zur gleichen Zeit sind ein pensionierter Arzt und seine Frau auf dem Heimweg. Ich gehe früh schlafen heute. Haben Elke und Uwe nicht bei Goldener Hochzeit? Oh, mein. Ja, nächsten Sonnabend. Du, lass uns doch mal eben in Wedel vorbeifahren. Ich habe Jutta versprochen, die Weckgläser abzuholen. Ach, Sigrid, muss das jetzt sein? Ja, das muss jetzt sein. Weil wir es immer vergessen. Hi, Schatz. Na, wie geht's? Carola? Carola, bist du das? Ich bin verletzt. Hilf mir. Wo bist du? Alles blutig. In meiner Biangriffe. Schatz, wo bist du? Tinsdaler Heideweg. Ich rufe jetzt die Polizei. Carola? Carola? Scheiße. Ich muss weg.